So, das hätten wir erledigt. Und wir schauen mal kurz, also nicht L, sondern J muss ich drücken, für Journal. Gut, eine Aufgabe weniger, das heißt, wir können uns jetzt Probenuntersuchung widmen. Auf Ferros haben sie das persönliche Log eines Exogeny-Angestellten gefunden. Laut den Notizen des Doktors ist er besorgt über einige Proben, die eine Gruppe namens Cerberus erhalten haben soll. Na sowas, mal wieder Cerberus. Es geht um das Martano-System im Maroon-See-Cluster. Okay. Auf geht's. Martano im Maroon-See-Cluster. So, dann schnell raus. Aber wir sind ja schon im Maroon-See. Okay, dann hin zu Martano. Mal schauen, ist das auch ein neues? Gab es hier vorher bloß eins? Nur ein Cluster? Kann natürlich sein. Ja, das sieht ganz danach aus. So, ein Magnesiumvorkommen, wunderschön. Nehmen wir natürlich gerne nebenbei noch so mit. Dann mal wieder kurz hier den Asteroidengürtel abgeklappert. Halt, hier geht's lang. Ja, hier ist was. Schön, ein felsiger Asteroid. Dann stecken wir uns mal ganz kurz die proteanische Datendisk. Was? Hatten wir die nicht schon alle? Ich dachte, wir hätten die proteanischen Datendisks schon vollständig gesammelt. Na gut, beim Scan des Asteroidenfeldes im Martano-System haben sie ein schwer beschädigtes Schiff gefunden. Das Aufklärungsteam hat zwar an Bord keine Überlebenden, dafür aber eine proteanische Datendisk gefunden. Nehmen wir natürlich trotzdem mit. Was soll's? Haben wir halt mehr, als es eigentlich geben sollte vom Quest her. Gut, nächster Planet, Ilapa. Hier gibt's gar nichts. Hat aber eine schöne Farbe gehabt, muss ich sagen. So, Apo wird wohl der sein, den wir besuchen können, oder? Nee, doch nicht. Dann ist es in dem Falle mal wieder der zweite von ihnen wahrscheinlich. Große Überraschung, hatten wir noch gar nicht. So, jetzt gibt's aber nochmal ein Metallvorkommen hier, oder? Jawohl, Platin, sack mal mit ein. Halt. Achso, das ist bloß vom Planeten. Gut, gucken wir erstmal hier hin nach. Das ist Inti. Auf Inti gibt es nichts und überraschenderweise ist es mal wieder der zweite Planet von innen, nämlich Chaska, den wir besuchen können und das sieht schon wieder sehr schön grün aus. So, übliches Team. Los geht's. Alles klar, wir schon auf die Karte, wir sind hier oben, was haben wir denn da? Zivilgebäude, wissenschaftliche Einrichtung, Zivilgebäude, Trümmer. Gut, dann gehen wir erstmal nach Süden zur Anomalie, dann direkt nach Westen rüber und dann schauen wir uns die Gebäude an. Mensch, diese felsigen Regionen hier, das sieht eigentlich ziemlich ähnlich aus wie auf dem Planeten davor, ne? Vielleicht gibt es hier aber andere lustige Tierchen. Wäre ja möglich. Ich finde es eigentlich ganz niedlich, was die hier so an Viechern einbauen. Sieht fast so aus, als ob sich einer bei Spore ausgetobt hätte. Da kann man ja auch die abstrusesten Wesen herstellen. Auch schon ewig her, dass ich mal Spore gezockt habe. Ich glaube, das war... Wann war denn das? Wann ist denn das rausgekommen? War das 2008? Kann das sein? Oder bilde ich mir das nur ein? Na gut, egal. Ich muss mal ganz kurz nach Westen. Denn ich sehe da einen Rohstoff vorkommen. Das sagt man natürlich noch mit... Oh, schlecht. Das sagt man natürlich noch mit ein, wenn wir schon mal hier sind, auch wenn wir dafür eine Felswand hoch müssen. Was jetzt vielleicht nicht der intelligenteste Weg ist, ich gebe es zu. Aber wir kommen an, es geht schon. So, einmal hoch. Ach Gott. Diese Grützwege hier, das ist ja schrecklich. Ist auch im verstecktesten... Wow. Ein verstecktesten Tal, das man hier irgendwie sich ausdenken konnte, oder? Ne, das ist ja nicht mal drin. Ich werde bescheuert. Komm schon, beweg dich! Da kann sich nur um Stunden handeln. Okay. Ich sehe schon die Anlage da drüben, die Forschungseinrichtung, aber da wollen wir noch gar nicht hin. So, jetzt geht's erstmal hier geradewegs runter. Wow. So. Fast schadenfrei gelöst. Relativ elegant. Nur das rechte Vorderrad ist ein bisschen angeknackst, aber was soll's. So, ich park dann mal hier, weil wir müssen ja auf ebenem Grunde stehen. Ein Beryllium-Vorkommen. So, so.
kurz mit eingesackt. Wunderschön. Dann kann es auch schon wieder weitergehen. Verzeihung für die doch etwas längere Unterbrechung der Reise. Nur für so ein blödes Vorkommen. Aber wenn wir schon die Möglichkeit haben, noch da ein bisschen an dem Quest zu feilen, dann will ich das doch auch gleich mit wahrnehmen. Nein, da drüben gehe ich noch nicht hin. Wir machen erstmal hier weiter mit dem alten Plan. Erst nach Süden, dann nach Westen. So, geht's jetzt also zu Cerberus dann doch? Exogeni hat eben doch was mit Cerberus auch zu tun. Große Überraschung. Die Sonne hat übrigens eine interessante Lichtfarbe, muss ich sagen. So, ziemlich stark ins Gelbliche gehend. Ein bisschen wärmer als unsere Sonne, habe ich das Gefühl. Also als die richtige Sonne. Na gut, egal. Bisschen gelber vor allem. Wärmer jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber gelber. So, jetzt bin ich ja ganz schön weit vom Schuss abgekommen durch diese kleine Erkundungstour. Muss ich mal so feststellen. Hoffentlich ist das hier in dem Tal, das sich hier dann hoffentlich auch nach links ausbreitet. Nein, tut es nicht. Natürlich nicht. Das heißt, wir müssen wirklich wieder in den Berg erklimmen. Es ist ein Kreuz mit diesen Bergen. Aber zum Glück ist er nicht allzu steil. An der Stelle hier zumindest. Gut, dann quälen wir uns noch mal langsamst hier drüber. Oh Gott. Hier ist es dann doch so steil, dass der Marco kaum vorwärts kommt, wenn ich hier geradewegs hoch mache. Aber ich krieg die Karre auch nicht nach links gelenkt, ne? So. Oh, eine proteanische Pyramide mal wieder. Wir wollten jetzt aber nicht sagen, dass es hier noch eine Datendisk gibt, oder? Na gut, wir nehmen mal alles mit, was wir kriegen können. Ich mache jetzt gleich mal ohne Speichern hier, ne? Sind wir mal mutig? Oh, das war dumm. Sind wir mal dumm? Oh, willst du mich verarschen? Ich bin doch schon weg gewesen. Das war jetzt aber eine Schweinerei. Ich bin schon nicht mehr auf der Ebene gewesen, gerade beim zweiten Versuch, als es mich erwischt hat. Na egal. Muss auch zugeben, ich bin ein bisschen müde, deswegen ist das jetzt mit Reaktionsschnelligkeit und vernünftigem Agieren bei den Dechiffrierdingern auch nicht so von Erfolg gekrönt wahrscheinlich alles. So, gibt's hier denn? Hier gibt's gar nichts. Wollt ihr mich verarschen? War ich hier schon? Kann das sein? Moment mal. Nee, das ist aber nicht der Planet, wo wir... Nee. Aber hier gibt's sonst nichts, oder? Die Anomalie ist auch... Hier ist die Anomalie. Okay. Die Anomalie ist gar nicht beim Dingens, bei der Pyramide der Proteane. Nehmen wir mal das Artefakt mit. Es ist tatsächlich wieder eine Datendisk. Wollt ihr mich verarschen? Die habe ich doch schon voll. In der Kiste befinden sich einige kleinere proteanische Artefakte, darunter auch eine intakte proteanische Datendisk. Sie scheint in hervorragendem Zustand zu sein. Yay! Grandios. Ich bin begeistert. Wo wir die doch so nötig haben. So, die waren jetzt aber ein bisschen blöd gelegt. Muss ich mal so sagen. Na gut. Sie gehen vor, ich folge Ihnen. Ich weiß, Tali. Haben wir das jetzt auch gelöst? War jetzt nicht unbedingt notwendig, hat ewig viel Zeit gekostet und war jetzt eigentlich total sinnlos. Naja, gut, was soll's. Oh. Oh. Windet sich das Ding wie ein Wurm an der Felswand entlang. Na gut. Ach, komm schon. Hier rum ums Eck. Der hat auch gut Grip an den Rädern, muss ich sagen. So, ich hoffe mal, das Tal hier, das hilft uns irgendwie weiter. Ja, sehr gut. Das sieht sehr schön aus. Auf jeden Fall gibt es davon Feindkontakt. Können wir mal wieder ein bisschen schnetzeln gehen mit dem Marco. Sieht verlassen aus. Nein, nicht ganz. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Wie furchtbar. Die gesamte Kolonie muss verwandelt worden sein. Oh, daneben. Ja, haben wir mal wieder Husks. Also scheint irgendwie Geth in der Nähe zu sein. Oder? Worum handelt es sich hier, ist die Frage. Na gut. Gehen wir mal rein und schauen mal nach. Gehen der Sache ein bisschen auf den Grund. Auf jeden Fall haben wir schon wieder einiges auf dem Radar.
Ja. So, ja, wenn die sich nicht bewegen wollen, dann habe ich auch nichts dagegen. Dann mache ich das halt von hier aus. Ich kann gut genug zielen mittlerweile. So, ich bin mal gespannt, ob wir auch noch auf Geth treffen werden hier oder ob die sich einfach schon verzogen haben. So, kein Problem. Halt mal ein bisschen auf Abstand. Okay, und die anderen sind alle auf der oberen Ebene? Nein, die kommen auch gerade an. Geschissen. Gut. Kommt keiner mehr zu seiner seltsamen Explosion. Hier unten ist zu. Halt, hier ist was. Eine Kiste mit leichter Dechiffrierung. Natürlich. Oh, da war nichts mit durchkommen. Nehmen wir einfach das gleich nebenan. Leicht Quarianer. Ich muss mal ganz kurz schauen. Gehen wir mal auf Tali. Die leichte Quarianer. Ja, die ist besser. Sieht die denn auch besser aus? Naja, nicht unbedingt. Aber geht schon, geht schon. Könnte schlimmer sein. Muss ich sagen. Okay, hier haben wir dann... Oh ja, ich glaube, wir sollten mal wechseln. Bevor ich das tue, will ich aber nochmal ganz kurz hier schauen. Nein, da ist die besser. Außer bei den Schüssen bis Hitzelimit. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht so tragisch. Für ihn... Ja, komm, wir geben die Garrus. Und dann schauen wir mal bei Tali. Die hat... Okay, die kann mit der Breaker 8 auf jeden Fall noch weitaus stärker zulegen. Definitiv rein. So, die anderen Waffen, ja, könnten wir auch austauschen, aber mir sind vor allem die Sturmgewehre wichtig, weil das doch dann so ziemlich die Primärwaffe ist. Also ich zumindest benutze eigentlich hier im ersten Teil immer Sturmgewehr und wenn das überhitzt ist oder wenn ich mal was mit Wumms brauche, dann eben mal die Pumpgun noch hinterher. Aber ansonsten, Pistole habe ich, glaube ich, ein einziges Mal benutzt, nämlich auf Pharos, als mein Sturmgewehr gerade überhitzt war und ich diese kleinen, garstigen Springviecher platt machen musste von den Geth. Keine Ahnung, ob die irgendwelche Namen haben. Und das Präzisionsgewehr kann ich mich nur daran erinnern, dass ich das mal benutzt habe, als wir ganz am Anfang noch unserer Erkundung auf dem... Hier geht's gar nicht rein. Na gut. Als wir ganz am Anfang noch das DLC Bring Down the Sky gemacht haben. Ich glaube, da habe ich mal das Scharfschützengewehr benutzt. Ansonsten kann ich mich auch da nicht dran groß erinnern. Also ansonsten ist ja wirklich eigentlich hauptsächlich Sturmgewehr und ab und zu mal die Schrotflinte. Na gut, hier gibt es also nichts weiter. Mal schauen, ob die anderen Anlagen jetzt auch so groß sind. Ich habe jetzt noch die im Süden ausgelassen, da die Trümmer. Die sollten wir vielleicht mal zuerst untersuchen. Denn hier werden wir nicht allzu viel finden, vermutlich auch. Hier wird wahrscheinlich alles relativ ähnlich aussehen. Ich muss mir ja kurz an der Nase kratzen. Ah! Es krabbelt. Gut, was haben wir denn hier? Ach, es ist bloß eine Sonde. Lame. Aber die nehmen wir natürlich auch mit. Wow, was ist denn hier los? Ist ja völlig überladen mit Gegenständen hier auf dem... Also mit Hindernissen. Was haben wir da? Eigentlich nichts Besonderes. Okay. Also weiter nach Norden. Wir untersuchen die anderen Einrichtungen. Und wollen uns natürlich auch nicht allzu lange hier aufhalten, denn letztlich wollen wir so schnell wie möglich nach Ilos. Ich bin dann doch ein bisschen heiß drauf, hier das Ganze abzuschließen und die Geschichte zu einem Höhepunkt kommen zu lassen. Vor allem auch deshalb, weil ich irgendwie auch heiß drauf bin, halt, da drüben ist bloß das Vorkommen. Vor allem auch deshalb, weil ich irgendwie heiß drauf bin, den zweiten Teil zu spielen. Ja, machen wir es mal so rum, erst das Zivilgebäude. Weiß nicht warum, aber irgendwie zieht es mich doch so zum zweiten Teil hin. Gerade wenn man so in der Nähe des Endes ist, dann juckt es einen dann doch mal richtig fertig zu werden hier. So, nächstes Gebäude. Und die nächsten Creeper. Nicht Creeper, Husks. Naja, ist ja fast dasselbe. Okay. Tali hat es ein bisschen erwischt, aber noch nicht allzu sehr. Das geht also noch.
So, der ist noch weit genug weg. Kümmern wir uns erstmal um den hier rechts. So. Und damit hätten wir auch diese Station hier bereinigt. Hören Sie mal auf, hier rumzublitzen. Das muss doch nicht sein. Also wirklich, der Herr. Gut, schnell mal oben nachgeschaut. Wahrscheinlicherweise ist wieder zu, wie vorhin auch schon. Oder? Ja. Hier drüben noch irgendwas? Da hinten gibt es was, das man garantiert öffnen kann. Natürlich kann man das öffnen. Okay. Hier sammeln wir auch noch kurz ein. Kann man sich schon so ein bisschen versorgen mit ganz viel Zeug, ne? Okay. Das nehmen wir gleich noch mit. Wunderbar. Immer noch eine, sage mal. Das ist ja wirklich alles zum Mitnehmen gerade. Irgendwie Ausverkauf oder sowas? Na gut. Los geht's. Okay, vielleicht unten noch schauen, ob da offen ist. Ich vermute es aber bald nicht. Und dann wird wahrscheinlich das Hauptaugenmerk auf diesem Planeten auf der wissenschaftlichen Einrichtung liegen. Denn dort werden wir wahrscheinlicherweise herausfinden, warum denn hier überhaupt Husks rumspringen. Das ist ja noch nicht so ganz klar. Naheliegend ist, dass es irgendwas mit Geth zu tun hat. Aber ich glaube bald, dass dem nicht so sein wird. Denn Cerberus hat seine Finger mit im Spiel und ich vermute bald, dass Cerberus versucht hat, die Husk-Technologie der Geth nachzuahmen. Und dabei Erfolg gehabt haben wird. Und dabei natürlich mal wieder skrupellos vorgegangen sein wird. So, auf geht's. Moment kurz. Wir müssen nach Südwesten. Okay, nicht nach Nordwesten. Oben, oben auf der Bergspitze, natürlich. Beziehungsweise auf dem Plateau. Fahren wir mal hier drüben hoch. Wir müssen ja nicht gleich die steilste Wand nehmen. Okay. Draußen stehen mal wieder zwei. Das wird nicht so das Riesenproblem sein. Ich glaube, generell auf den Planeten muss man jetzt nicht mit allzu großen Problemen rechnen. Oh. Einmal ins Nichts. So, wo ist der zweite? Ah, es sind noch mehrere. Atomisiert. Okay, den treffe ich offenbar nicht. Jetzt schon besser. Okay, wo ist der Eingang? Hier. Steigen wir mal aus. Und schauen mal nach, was es gibt. Okay, dann rein mit uns. Standardeinrichtung Nummer 2. Nachdem wir die erste jetzt schon hatten. So, ich muss mal ganz kurz hier mich ein bisschen entkleiden. So, ist doch etwas warm hier. Wunderschönes Wetter heute draußen, muss ich sagen. Nachdem es die letzten Tage sehr stürmisch war. So, hören Sie mal auf zu blitzen, Mensch. Oh, Moment, Moment, Moment. Ich glaube, ich lege mal den Overkill rein. Wenn die alle auf einmal kommen, ist es vielleicht besser. Ja, oh, hier kommt ja einer von hinten. So eine Sauerei. So. Kein Problem, auch wenn wir mittendrin stehen. Garrus? Garrus? Was war das denn? Was hast du da oben gemacht? Wahrscheinlich will ich es gar nicht wissen. Okay. Haben wir das hier auch freigeräumt? Sieht abgespaced aus hier. Moment kurz, wir schauen mal noch hier. Hier gibt es auch nichts, was wir untersuchen können. Okay. Hätte gedacht, dass wir vielleicht da mal an die Geräte rangehen können, an die Kontrollen. Gut, rechts haben wir ein Ausrufezeichen. Da wird uns alles erklärt werden. Das heißt, wir gehen links rum. Immer diese tolle Spielelogik, ne? Aber hier gibt's rein gar nichts in dem Raum. Wahrscheinlicherweise hat Cerberus mal wieder alle Beweise verschwinden lassen und alles schon weggeschleppt, bevor irgendjemand auf etwas stoßen konnte hier. Aber Hauptsache, ein Terminal ist noch da, auf dem zu hören ist, worum es hier überhaupt geht. Immerhin das, immerhin das. So. Aber wir öffnen natürlich erstmal alles andere wieder zuerst, wie es eben immer so ist.
So. Schneesturm. Was es nicht alles gibt hier. Ah, hier hinten ist doch noch was. Okay. Gut, haben wir alles eingesammelt. Das heißt, wir können uns mal anhören, was Cerberus hier getrieben hat. Ein koloniales Pionierteam besteht selten aus mehr als ein paar Dutzend Spezialisten. Es ist klar, dass niemand von ihnen überlebt hat. Die Cerberus-Gruppe wird sich hierfür erklären müssen. Mehr nicht? Okay. Schade. Ich dachte, man erfährt hier irgendwie noch ein bisschen mehr zumindest. Aber gut, dann war es das jetzt halt schon wieder für den Planeten von mir aus. Ich schaue nochmal ganz kurz nach, dass das wirklich weg ist. Ja. Okay. Damit wäre auch dieser Planet und dieses Sternsystem abgehackt. Wobei, ich schaue nochmal ganz kurz nach. Wo müssen wir denn hier hin? Das war das mit den Piraten, mit den Gangsterbossen. Gemini Sigma hat ein Hades Gamma. Hier müssen wir ins Hades Gamma. Und hier müssen wir ins Voyager Cluster. Okay. Gemini Sigma, zweimal Hades Gamma und Voyager Cluster. Geht klar. Das kriegen wir hin. Wir fangen an mit. Wo ist denn hier? Erstmal fangen wir damit an, hier rauszukommen wieder. Das könnte helfen. Würde ich sagen, fangen wir mit Gemini Sigma an, um den ersten Gangsterboss wegzuklatschen. Vielleicht schaue ich dann nochmal ganz kurz nach. Bei der feindlichen Übernahme. Han-System, okay. Im Han-System also. Schauen wir gleich nach. Und hauen dann mal kurz die Gangsterbosse weg. So, rein in den Marco. Zurück zur Normandy. Auf ins nächste Cluster.